Wir haben einige Kisten zum Öffnen. Einmal allgemeine Kiste, da haben wir 11 Stück. Und dann haben wir noch ihn hier, die beiden hier. Da öffnen wir auch mal erstmal eine Kiste. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part Disney Speedstorm. Dieser Part ist nur ein Pack-Opening-Part. Das bedeutet, wir fahren kein Rennen. Wir gamblen nur. Gucken, ob wir was Cooles bekommen. Das ist cool. 8 sogar. Oh mein Gott, 8 sogar. Felix-Fixel? Okay, 14 von 9. Okay. Nochmal, würde ich sagen. Ich habe die gerade durch den Season Pass beigespielt, glaube ich. Ich wollte zwar eigentlich einen behalten und gucken, ob die allgemeine Kiste übertragen werden. Die Season-Kisten werden natürlich nicht übertragen. Von hier habe ich jetzt einfach schon über 45 Stück gesammelt. Also vielleicht eher wieder von vorne an, aber gut, das war's mit den Kisten. Wir hätten natürlich auch ihn hier nehmen können, aber ich wollte Felix Fixit verbessern. Wir können auch mal so eine Kiste nehmen. Von ihm hier. Aber ich warte, bis irgendein cooler Charakter kommt. Allgemeine Kisten. Wo haben wir allgemeine Kisten? Hier wahrscheinlich. Eine lasse ich mal übrig. Mal gucken, ob ich die in die nächste Season mitnehme. Ich frage mich jetzt auch nur, ich glaube, nee, das sind allgemeine, heißt auch, kann auch Jasmin und Co. sein. Also es muss nicht, sind auch die neuen Charaktere dabei. Dann öffnen wir doch erstmal welche. Wir öffnen jetzt richtig viele. Ich muss den Part ein bisschen schrecken, deswegen gucken wir uns das jetzt komplett an. Ich weiß nicht, ob das so angeklickt wird, wenn er nicht, dass es zu kurzer Part ist. Okay, selten. Was kriegen wir noch? Gewöhnlich, Eiskönigin, und was kriegen wir noch? Ah, ich mache wieder mit Flicken. Selber kann das so langsam. Oh, Falschhaltung, cool. Was verbessert der? Mulan, ne, Fluch der Karibik, okay. Was verbessert der? Booster Kampf, okay, ja. Noch eins. Weil ich wollte einen aufheben, weil natürlich in der nächsten Season ist Felix Fixit zum Beispiel auch dabei oder so. Und dann macht, wäre natürlich cool, wenn der dann, oh, Aladdin-Höhle, cool. Aladdin-Höhle? Tatsächlich. Was kann die? Also die Wunderhöhle, aber ist ja. Oh, die ist ja richtig cool. Wir haben übrigens auch Ding freigespielt, ihn hier. Den Aladdin. Habe ich kurz vergessen, wie der Hauptcharakter von Aladdin heißt. Oh, was Seltenes. Aber ja, war klar. Pluto, natürlich ein sehr toller Charakter. Es war zwei seltene. Epische. Und Wilbur. Okay, öffnen wir noch eins. Ich habe noch 8. Okay, das heißt, wir öffnen noch 7. Ich weiß nicht, ich habe einfach eben irgendwie für irgendwas 10 Münzen, 10 Öffnungsdinger bekommen. Eins hatte ich davor noch. Wir öffnen auch 10, aber einen lasse ich halt übrig. Erik ist auch cool, aber ich fahre den halt nicht so oft. Ding, Meerjungfrau, gell? Ja. Also Ariel die Meerjungfrau natürlich. Nehme ich überhaupt auch? Ich hoffe doch mal. Ach, 4 Minuten schon, Alter. Ja, ich bin gerade im Urlaub, deswegen kommen auch nur so kurze Videos, weil ich nicht zu Hause bin und das vorproduziert habe. Wahrscheinlich, wenn dieses Video kommt, dann bin ich gerade im Urlaub. Episches? Oder was ist das? Selten. Ah, episch ist das Goldene dann. Shanti ist auch cool.
Ja, wir können auch den hier, Aladdin bekommen. Mowgli haben wir auch schon 5, Alter. Ich muss von Mowgli können wir auch. Oh, was? Goldenes? Oder? Nee. Hä? What the fuck? Ich hab's auch gesehen, ey. Aber als erstes das Goldene. Und dann ist umgesprungen oder was? Der Yeti. Ach, Monster-IG, okay. Hätte ich mich erkannt. Gut, wir haben noch 3, das heißt, wir öffnen noch 2 Pakete. Wir haben immer mehr, also. Mickey und die Freunde, oh mein Gott, ich ist. Das heißt der Pedro? Müssen wir mal gucken. Pedro. Pedro. Ja, ohne R wäre es ein Pedro. Okay, wir haben noch 2, das heißt eine öffnen wir noch. Und damit sage ich bin eine 1. Hab Fun. Tschüssi Koski. Was wird das? Was wird das? Was wird das? Was wird das? Tolle Story, okay, kenne ich nicht. Oh, Jafar. Haben wir schon 5 von, das ist auch gut. Okay, dann würde ich sagen, ich bin 1, habt Fun. Tschüssikowski.